Hier lassen wir uns mal einige wichtige Funktionen bei PhotoDirector 4 auf dem Stand zeigen. Für uns sehr beeindruckend ist die Funktion der Gesichtserkennung. Inhaltssensitives Löschen, leistungsstarker Algorithmus für die Entfernung unerwünschter Objekte und automatische Befüllung des Bereichs basierend auf dem umgebenden Hintergrund. Dieses Werkzeug war zuvor nur in teuren Fotobearbeitungslösungen vorhanden. Hier öffnen wir eine neue Fotogalerie. Die Übersicht wird sehr zügig dargestellt. Im unteren Bereich sieht man seine Organisationstools, die man sich auch selber definieren kann. Das Programm ist in 5 Modulen aufgebaut. Bibliothek, Anpassung, Bearbeitung, Diashow und Drucken. Im Anpassungsbereich finden wir alle wichtigen Module zur Bearbeitung und Umwandeln der Fotos, wie etwa Weißabgleich, Tonwert, HDR, Effekte und Korrektur. In diesem Bereich kann man alle Veränderungen unkompliziert vornehmen. Ein neues und sehr effektives Werkzeug ist die Gesichtserkennung. Hier kann man seine Fotos analysieren lassen und den Gesichtern Namen zufügen. Diese Funktion ist zu Anfang etwas gewöhnungsbedürftig, aber wenn man den Trick raus hat, möchte man sie nicht mehr missen. Auch aus Seiten und schlecht belichteten Bildern kann die Gesichtserkennungssoftware noch Gesichter analysieren. Dieser große Vorteil ist auf privaten Feiern und auf Veranstaltungen von großem Nutzen. Für 500 Fotos benötigt die Gesichtserkennungssoftware knapp 10 Minuten und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die Gesichtserkennungssoftware ist auch in der Lage zu lernen und schlägt in vielen Fällen schon die Namen von den erkannten Personen vor. Hier wird die inhaltssensitive Löschung von Bildinhalten gezeigt. Man geht auf das Bearbeitungsmodul Inhaltssensitives Löschen, man wählt sich das Werkzeug und maskiert die Person, die zu löschen ist. We'll be right back.
die Person markiert ist, drückt man auf Anwenden und in wenigen Sekunden ist die Person oder ein beliebiger Gegenstand aus dem Bild gelöscht. Ein schlecht belichtetes Bild optimiert. Auch dieses ist mit wenigen Schritten schnell erledigt. Wenn man nur Teilbereiche aufhellen möchte, so empfiehlt es sich, eine Maske anzulegen. Auch Anpassungen mit der Farbkurve sind im Handumdrehen erledigt. Hier werden die Häuser aufgehellt und der Sonnenuntergang mehr herausgehoben. Wenn man seine Lichtstimmung gewählt hat, kann man umgehend das Bild ausrichten. Hierzu wird das Trapezwerkzeug verwendet, man legt ein Gitter über das Bild und kann das Bild schwenken, bis es die richtige Ausrichtung hat. Wenn es ausgerichtet ist, lässt man die Maustaste los und fertig. Jetzt sieht man, wie eine Person freigestellt wird. Hierzu gehen wir erneut auf das Bearbeitungsmodul, rufen uns die Hintergrundentfernung auf, wählen nun das Tool zur Hintergrundentfernung, maskieren die Person wird ausgeschnitten.
Jetzt wird der Hintergrund entfernt. Noch sind die Haare und Kanten sehr unscharf. Hierzu machen wir den Hintergrund weiß und sehen einen sehr groben Schnitt des Bildes. Mit dem Pinsel Feinabstimmung können wir nun die Haare und die Umrandung perfekt dastehen lassen. Die Person wird grob umrandet, die Software kann nun erkennen, welche Teile sich im Vordergrund und im Hintergrund befinden. Wenn die Maustaste losgelassen wird, wird das Bild automatisch repariert. Dieses Bild kann dann in beliebigen anderen Bildern eingefügt werden. Schauen wir uns mal den HDR-Modus an. Über das Bearbeitungsmodul ruft man die HDR-Bearbeitung auf. Hier ist es möglich, sich das Bild so zu gestalten, wie man es gern hätte. Es ist aber auch machbar, sich selbst eigene Filter zu erstellen. Wenn man sich auch bei Cyberlink registriert hat, ist man in der Lage, mit Tausenden von Benutzern über eine Datenbank selbst erstellte Filter kostenlos auszutauschen. Wenn wir uns das Bild nun gestaltet haben, kann man es zusätzlich über die Trapezkorrektur ausrichten. Auch eigene Wasserzeichen lassen sich erstellen und sehr schnell anwenden. Die Wasserzeichenerstellung braucht aus unserer Sicht keine weiteren Kommentare. Der Preis des neuen PhotoDirector 4 liegt je nach Version zwischen 99 und 140 Euro und ist für Win 64-Bit und Mac erhältlich.